Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die das Rezept für den Zaubertrank von Miraculix kennen. Christian und Sascha! Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki mit einer wunderbaren Sendung. Heute hier live im Radio. Late Night. Ich bin voll aufgeregt. Der Daniel ist hier und der Christian ist hier und ich bin auch da. Hallo. Hammer. Ich bin hier den Gang lang. Ich bin hier den Gang lang gewetzt eben. Wie ein Geistesgestörter. Also Normalzustand. Genau. Daniel ist hier. Hallo Daniel. Grüß dich. Ja, nicht so aufgeregt. Ja. Und Richtung Mikrofon wäre auch geil, Daniel. Wenn du irgendwie dich abwenden willst, dann geh. Grüß dich. Ja, siehst du das, genau. Hallo. Ja, genau. So. Hallo. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein kleines Battle zu machen. Oh yeah. Ihr beide battelt euch, ja? Und das Battle nennt sich Bud Spencer Quiz. Ja. Okay. Bud Spencer Quiz deswegen, weil früher der Daniel Bud Spencer gedoubelt hat, genau. In den Stunt-Szenen. Ja, in den Stunt-Szenen. Vielleicht ganz kurz zu den Buzzern. Ne? Daniel, drück mal deinen Buzzer. Richtig. Das ist meiner. Ja. Richtige Antwort, Punkt für sich selbst. Falsche Antwort, automatisch Punkt für den Gegner. Richtig. Also knallhart. Hast du kapiert, hast du kapiert? Wie bei TV Total quasi. Wie bei, kenne ich nicht, kann nicht gut sein. So, so. Also, erste Frage lautet, Bud Spencer Battle Quiz. Und ihr könnt buzzern jederzeit. Ich lese vor. Wie war der bürgerliche Name von Bud Spencer? A. Marco Coranzi. Entschuldigung. Corzani. Coranzi, bescheuert. Corzani. Mhm. Carlo Petersoli. Oder Mario Girotti. Ah, Daniel? Carlo Petersoli. Carlo Petersoli, genau. Kennst du die anderen beiden? Nee. Nee, der erste ist ein Kollege von mir und Mario Girotti ist Terence Hill. Terence Hill. Terence Hill ist Mario Girotti. Okay. Also 1-0 für Daniel. 1-0 für Daniel. Christian muss aufpassen, dass er nicht voll ablust hier. Also, zweite Frage, könnt ihr jederzeit buzzern? Ja. Wo ist Bud Spencer geboren? Rom? Regensburg? Neapel? Daniel? Neapel. 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 Neapapapel. Neapolitanski. Ist er Neapolitaner? Ja, er ist Neapel geboren, genau. Neapel. Neapel, okay. Genau. So, Achtung. Jetzt komme ich. Ihr könnt jederzeit buzzern. Ja. Was? 2-0 übrigens für Daniel, ne? Ja, ich weiß. Christian, so nebenbei. Müssten wir jetzt langsam anfangen. Ja. Ich habe 5 Fragen. Das heißt, wenn der Daniel jetzt... dann hast du schon geschissen. Dann wird jede weitere Frage ein Lustwurf. Ja. Was war kein Bud Spencer-Film? 4 Fäuste für ein Halleluja. Freibeuter der Meere. Freibeuter der Meere. Quatsch! Käse! Der hat ja schon einen Punkt. Freibeuter der Meere war ein Bud Spencer-Film. Aber wir machen mal. Banana Joe? Der ist ein Film. Was? Ja, ist ein Film mit Bud Spencer. Ja, das ist ein Film mit Bud Spencer. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Einfach nur die Klappe halten. Freibeuter der Meere. Freibeuter der Meere. Ja, das war halt ein Piratenfilm, den er gemacht hat. Der Daniel weiß sowas. Hat er gedoubelt den Jungen da oben in dem Segel, der runtergefallen ist. Im Ausguck. Ist. Genau, genau. Okay, welcher Film war es? Die Schlussszene, wo Bud Spencer gestorben ist, da hat er gespielt. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja? Kämmer. Ja. 2 Himmel auf dem Weg zur Hölle. Ja. Kämmer. Ja. Aladdin. Ja, auch. Auch, gell? Sie nannten ihn Hector. Nein. Nee, sie nannten ihn Mücke. Siehste. Sie nannten ihn Mücke. Ja, siehste, hast du Scheiße gebaut. Also 3-0 für Daniel. So. Scheiße, wir spielen die anderen 2 Fragen jetzt auch noch. So, die anderen 2 Fragen wären folgende. Welche Auszeichnung hat Bud Spencer nie bekommen? Bambi? Bravo Otto in Gold? Oder Großoffizier des Verdienstordens der Italienischen Republik? Jetzt guckt ihr blöd. Ne? Bambi. Bambi hat er gekriegt.
Ja, wollte ich sagen, nee, Bambi hat er ja gekriegt, ja. Aber? Deswegen, also den Bambi hat er ja gekriegt. Was hat er gekriegt? Sagen, das nicht außer, er hat auch das Verdienstkreuz bekommen. Mhm. Und er hat das erste nicht gekriegt. Das erste war aber Bambi, schade. Also, Bambi hat er gekriegt. Großoffizier des Verdienstkreuzes, ja, der Italienischen Republik. Ist er? Ist er? Ja. Bravo Otto in Gold hat er nie gekriegt, sondern nur in Silber. Okay. Ja. Ja, tja. Obwohl er den in Gold bestimmt hat. Ja, auf jeden Fall. Das hat die größte Auszeichnung. Und das ist ein Tunnel nach ihm benannt worden, habe ich gelesen. Ja. Pass auf. Ja, okay. Entschuldigung. Was wurde. Alter, weißt du, da kann ich mal die Klappe halten, ehrlich. Also, pass auf. Was? Obwohl, Achtung. Ja. Was wurde in Schwäbisch Gmünd nach Bud Spencer benannt? Ein Tunnel. Daniel war früher? Ja. Na? Ein Tunnel. Tunnel. Also. A wäre gewesen der Bud Spencer Tunnel, mhm. B wäre gewesen das Bud Spencer Bad oder C wäre gewesen die Bud Spencer Allee, die Hauptstraße zum Rathaus hin. Also habe ich jetzt die Frage beantwortet, bevor du sie gestellt hast, kann man das so sagen? Du hast jetzt eine Antwort gegeben, das war Tunnel. Ja. Ja, was sagst du? Tunnel. So, beide falsch. Beide falsch. Oh. Tunnel wollten alle haben, ja. Ja. Tunnel wurde aber abgelehnt. Allee war auch falsch. Ja, genau. Ja. Und zu Ehren Bud Spencers haben sie dann das Bad genommen in Schwäbisch Gmünd. Also Schwäbisch Gmünd, der Tunnel, wurde nicht nach Bud Spencer benannt, aber das Schwimmbad wurde nach Bud Spencer benannt. Und die Allee ist einfach nur Käse, hab ich erfunden. So. Das lief ja echt. Aber das mit dem Tunnel war halt in der Presse natürlich, ja, ja. Und wurde abgelehnt, aber das Bad war es dann am Ende. Okay. Tja. Ich kenne mich mit Bud Spencer nicht so aus. Ja, aber es ist ja kein Wunder, weißt du? Der ich drehe ist ja gegen Bud Spencer Double an, ja? Ja. Also das kannst du ja nicht machen. Ja? Ja. Wer das Double von Bud Spencer sehen möchte... Das ist wie wenn wir möchte. Einen Hirnchirurg hätten und wir machen irgendwelche medizinischen Dinge, ja? Da hätte ich auch keine Chance. Ja, wer Bud Spencer sehen möchte, geht auf unseren YouTube-Kanal, sieht er demnächst. Ja. Ja, so. Dann sage ich an dieser Stelle, ein schönes Quiz war es, Christian. Scheiße, richtig geloost. Aber macht dir nichts. Cheerio, Miss Sophie. Bis. Ole, ole. Nee, du musst singen. Oh, Banana, Nana, Joe. Oh, Banana, Nana, na, Joe. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Macht's gut. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.